Oder dass zumindest Stärke und Ausdauer auf demselben Level sind. Na, warte mal, wir trainieren erstmal zu Ende, ja? Da traue ich mir noch ein. Dann kaufe ich neues Essen und dann. Das Gelb, der Grün. So irgendwie. Aber naja, bisher pushen wir alles gleich mit ihm, ne? Weil eigentlich möchte ich das, glaube ich, auch bei Gleichmäßigkeit belassen. Das ist, glaube ich, ganz gut. So. Dann machen wir einmal voll den Schrank. Gefühlt, also irgendwie vom Gefühl her wird das immer teurer, glaube ich. So, hier Essen kaufen macht wenig Sinn. Sondern eher bei Bobo. Wie sieht es hier mit den Tabletten aus für die Mama? Jetzt hat sie da auch wieder genug von. Dann einmal zu Bobo. Weil ich will mir jetzt nicht schon wieder den Kühlschrank gleich leer fressen. Oh, ich habe noch irgendwas auf Tasche. Oh, ich habe noch was zu essen. Okay, cool. So, ohne Energiedose. Ich weiß, das ist echt teuer. Einige ist auch zu teuer. Können wir hier noch eine Runde arbeiten. Und dann geht's auf den Schrottplatz. Und dann arbeiten wir da weiter. Wir hatten gerade 1600, Alter. Wir haben gerade $500 nur für Fressen ausgegeben. Das musst du mal reinziehen, Alter. Das musst du dir mal geben. Schon ein bisschen überkrass, oder? So, aber jetzt haben wir schon mal wieder 1300. Dann wieder zu Bobo. Machen wir da noch eben zu Ende, bis wir nicht mehr können. Rein theoretisch können wir uns auch erstmal nur aufs Kämpfen und aufs Arbeiten konzentrieren. Wobei, nee, wir müssen auch noch eine Bude renovieren, ne? Stimmt ja. Also kein Training, sondern dafür Hütte renovieren. Das wollen wir auch noch fertig machen. Das heißt dann jetzt erstmal wieder voll pumpen. Mit Essen und Schlaf. Ja. Dann Mix alte Bude renovieren. Habe ich noch? Ja, komm, ich fress das mal. Schön ist, hier können wir halt jederzeit hin, ne? Also brauchen wir kein Geld ausgeben für einen Bus oder so. Wie gesagt, ich schätze mal, Casey wird wahrscheinlich in der Kanalisation sein. Oder der kommt, wenn wir hier fertig renoviert haben. Kann auch sein. Allein wie er da steht und streicht, ne? Als ob der nur Training macht und nichts anderes. Wie lange wir das machen müssen. Das sieht immer noch nicht besser aus hier. Irgendwie. Ich meine, es wird langsam, aber die Wand wird trotzdem nicht schöner. Und das hier wird immer mehr. Ich weiß auch nicht, wie die Werte hier dann durchtrainieren. Ob das immer nur ein Punkt ist oder nicht. Oh, hui. Das war ein Bäuerchen, Gil. So, und schon sind wir hungrig. Das Problem ist natürlich, wir verbrauchen da Essen. Wir wollen Training, aber ich verdiene kein Geld damit. Ne? Zumindest noch nicht.
So, dann wieder zurück. Beziehungsweise erstmal ein bisschen Fernsehen gucken. Sind die beim Fernsehen gucken auch ein bisschen Energie wieder steigen? Wäre das nicht sinnvoller? Irgendwie? Kann auch nichts anderes anklicken hier, ne? Irgendwie? Ne, nur den Werkzeug. Ja, irgendwann mal geschafft sein. Man weiß halt auch nie, wie die nächste Stufe aussieht, ne? Wie jetzt. Oh, nice, das war schon. Punch Club. Be better. Okay, haben wir gemacht. Handwerker. Aber das war's. Mehr geht hier nicht. Jetzt brauchen wir wahrscheinlich erstmal Miggy. Miggy McMahon. Ich schätze mal, um Casey zu finden, müssen wir wahrscheinlich auch dann wieder kämpfen. Ja. Okay, cool. Das war schon. Das war nice. Es ist 12.50 Uhr. Dann können wir noch ein bisschen arbeiten. Ein bisschen Kohle verdienen. Ich glaube, ich lasse das jetzt auch mit dem Essen kaufen bei den Kollegen hier vor Ort. Das lohnt sich, glaube ich, nicht. Das ist, glaube ich, zu teuer. Würde ich behaupten. Ich bin eigentlich sogar ziemlich sicher, dass das zu teuer ist. So, komm, einmal voll machen. Das wirst du wohl schaffen. Nice. Sehr gut. So, dann sind wir wieder hungrig. Dann sind wir natürlich wieder... Warte. Erstmal dahin. Kaufen. Ich würde gerne aussuchen, ob wir ein Kochset oder die Schleimdinger kaufen könnten und dann jeweils 14 davon. Oder halt von beiden jeweils 7. Das würde ich gerne aussuchen, weil dann würde ich, glaube ich, hauptsächlich die Schleimdinger nehmen, weil sich die zumindest von der Zeit her mehr lohnen. Finde ich. Als die Kochsets, weil die dauern echt anderthalb Stunden, Alter. Ist eigentlich zu lang. So, vielleicht schaffen sie auch noch mit einer Einschreibung für den Kampf. Ja, ja, schaffen wir. Nächstes, schon wieder gegen den verrückten Matt. Wieso jetzt schon wieder, Alter? Der ist doch ein unter uns. Wieso müssen wir denn jetzt so oft gegen ihn kämpfen? Was? Hey, psst, denk dran, du kannst den nächsten Ligakampf hacken. Ach ja. Muss ich dafür extra zu Bobo? Also zu Little Bobo? Ne, warte, erst essen. Erst Hopper Hopper. So. Ah, erst um 22 Uhr kann ich da hin. Dann gehen wir noch ein bisschen arbeiten. Da muss ich jetzt jedes Mal zu ihm hingehen, ne? Alter, was für ein Umweg. Junge, Junge, Junge. So, hier. GPP-Hacking. Hacke meinen nächsten Kampf. Kostet mich 20. Okay, der nächste Lehrkampf wird dir mehr GPP einbringen, wenn du gewinnst. Cool. Träum von der Oberstadt und davon, dem Schleimgeschäft zu entkommen. Ja, mit 1800 Punkten ist das aber nicht so viel, ne? Aber hier kann ich auch sonst nichts machen, ne? Nichts anklicken. Bobo. Okay. Dann gehen wir hier nochmal ein bisschen arbeiten. Frag mich nur, warum kriegen wir kein Geld für die Kämpfe? Das verstehe ich irgendwie nicht. Ich dachte, wir kriegen was. Wer sagte das doch? Silber.
Kill mich, kill mich, kill mich. So, einen Tag haben wir noch bis zum Kampf. Das ist auch okay. Schaffen wir hier nämlich noch einmal zu arbeiten und dann müssen wir uns vorbereiten. Leben ist voll. Ja, ja, geringe Wut, ist okay. Ist okay. So, nicht ganz bis zum Ende, macht aber nichts. Ab nach Hause. Dann einmal was fressen. Fernseh gucken, schlafen. Müsste eigentlich reichen für alles dann. Ach, jetzt haben wir natürlich wieder ein bisschen Leben verloren, ne? Scheiße. Dann müssen wir uns vorher auch noch eine Runde marschieren lassen. Jetzt muss ich gleich noch eine Kleinigkeit in mich reinknuspern. Halt! Eine Kleinigkeit in mich reinknuspern. Damit wir beim Massieren nicht abbrechen. Ja, das Problem ist, das Massieren kostet uns dann auch wieder Energie, ne? Oh, wir schaffen es gar nicht rechtzeitig dahin, okay. Oder, na, was heißt rechtzeitig? Wir haben ja genug Zeit. Wir haben einen Tag Zeit, um den Kampf anzunehmen. Okay, dann mache ich einmal den Kühlschrank wieder voll und kaufe mir 3 Limos. Da ist dann auch Energie bei. Die wir dann ja auch gleich wieder brauchen. Weil Dr. Feelgood, der massiert mich. Dadurch regeneriere ich aber keine Energie. Sondern nur live. So, ich weiß, das Ding jetzt zu saufen macht nicht wirklich Sinn. Aber ich will im grünen Bereich bleiben. Und komplett voll sein einfach. So, der hat wieder gar keine Chance. Der Typ, guck dir den Lappen mal an hier, Alter. Richtige Wurst ist das. Den schlage ich so zu Brei. Das merkt der gar nicht so schnell wie das. Das kriegt der gar nicht mit. So schnell ist der platt. So, siehst du? Dies war's schon. Sehr gut. Oh, nur 2 dazu, das lohnt sich ja gar nicht. Das lohnt sich ja gar nicht. Ja, aber da stand gerade 25, ne? Jetzt sind wir 27, wir haben aber jetzt 274. Gut, die Rechnung habe ich auch noch nicht so ganz verstanden, das ist mir schon mehrfach aufgefallen. So, jetzt können wir mal den Pfad des Bären nehmen. Triff selten, aber hart. Benutze keine Verteidigung, sondern greife nur an. Kaufen. Ja, cool. Ja, schade. Hä, warte mal. Okay. Warte mal. Warte. Ach nee, da habe ich mich verguckt. Ich dachte schon. So, okay. Ah, okay. Pfad des Bären. Jetzt gibt es hier neue Techniken. Ah, nice. Blinder Fleck gerade. Fliegenfänger. Okay, das basiert alles auf Stärke. Ein universeller Angriff. Ideal, um die gegnerische Verteidigung abzulenken. 11 Schaden. Verringert die Chance des Gegners auf einen erfolgreichen Block, okay. Boah. Zertrümmerer. Dieser Kampfstil ist ideal für lange Kämpfe gegen einen gut verteidigten Gegner.
Aha. Fleischflummi. Ein Gegner mit seinem eigenen Schwung zu treffen, klingt nach einer guten Idee. Reflektiert 20% des erlittenen Schadens auf den Gegner, erhöht den erlittenen Schaden um 20%. Also ich stecke 20%, also ich kriege 20% mehr Schaden. Und davon 20% kriegt der Gegner ab. Ja, dann muss ich ja mehr einstecken. Ja, ist ja doof. Kampfstil, der sich darauf konzentriert, Ausweichmanöver zu kontern und den Gegner in die Seile zu drängen. Okay. Zeit anhalten. Angriffsmodifikator, ausgewichene Angriffe kosten 40% weniger Energie. Ich weiche ja nicht aus. Dickkopf. Reduziert den erlittenen Schaden, wenn du nicht blockst oder ausweichst. Oh, das wäre gut. Als Modifikator. Aber wir können leider in der roten Schule nicht viele Modifikatoren benutzen. Nur zwei, ne? Wutmobil. Geblockte Angriffe kosten 25% weniger Energie. Boah, Alter, das geht aber richtig weit hier, Junge. Ein schlagendes Argument. Wenn du gegen einen schlüpfrigen Typ kämpfst, erhöht die Kosten für das nächste Ausweichen des Gegners. Boah, das ist aber teuer, Alter. Das skaliert alles viel zu sehr mit Stärke. Sollte eigentlich andersrum sein. Kann ich auch schon reingucken hier. Okay, der mit 10,40 als ersten. Der mit 30,50. Ah, das sind alles keine guten Angriffe, würde ich behaupten, oder? Kampfstil, der heftige Angriffe der Verteidigung vorzieht. Berserker. Das ist die Schule. Pfad des faulen Bären. Mhm. Und das sind Kampfstile, die ich noch irgendwo einsetzen kann dann, oder was? Keine Ahnung. Dafür müssen wir erstmal hinkommen. 26, 28, wie sind hier? Hier ist Max-Level, Max-Wert scheint 30 zu sein. Kostet mich aber, Alter, das kostet mich 3 Punkte pro Benutzung. Der Gegner sollte lieber alles geben, was er hat. Angriffe unter 11 Schaden werden ignoriert. Okay. Der nächste Block oder das nächste Ausweichen des Gegners kostet viel mehr Energie. Ein erfolgreicher Treffer raubt dem Gegner etwas Gesundheit. Hä? Jetzt ist doch der Sinn von dem Treffer, oder nicht? Das war auch ein Angriff, ne? Lass den Gegner an seiner Macht zweifeln. Der Gegner gibt 2 zusätzliche Initiativpunkte aus, wenn er angreift. Tut mir weh. 25% des erlittenen Schadens werden als Energie zurückgewonnen. Erhöht den erlittenen Schaden. Ja, also, hä? Dann komme ich doch bei plus minus 0 raus, oder nicht? 25% des erlittenen Schadens werden als Energie zurück... Ach so, war nee. Okay. Das schwere Highkick. Aber die Angriffe hier sind alle nicht so, oder? Also von den Werten her sind die so mau. Der ist gut. Der ist okay. Ja, der geht so. Angriffmodifikator. Ja, das geht alles so ein bisschen. Aber ist auch nichts Halbes und nichts Ganzes, ne? Wenn ich mir dann hier mal angucke. Wir können hier nur 2 Modifikatoren benutzen. Das ist auch nicht so viel, ne? Wird die Chance, generische Blöcke zu durchdrehen, ja. Aber wir bräuchten hier mehr davon. Eigentlich. Weil das hier ist ja schön und gut. Aber, verringert die Chancen des Gegners auf einen erfolgreichen Block. Weil wir können nur 2 Modifikatoren benutzen. Das bringt mir irgendwie nicht so viel. Kiosk, Skorpion. Und hier haben wir Schildkröte. Ja, die sind auch alle so, ne? Die kosten so viel. Ich meine, ist nachher hinten raus, macht das, glaube ich, nicht mehr so viel aus. Das kriegen wir auch schnell wieder reintrainiert. So ist es nicht, aber... Ich sehe jetzt hier keinen wirklichen Vorteil. Sag ich mal, das stärkste Ding... ist der mit 31, 23.
31-23. Und wir haben hier schon 21-22. Ich meine, gut, der Schaden ist sehr viel höher und dafür der Energieverbrauch weniger, ne? Das ist okay. Kann ich auch... Ach, cool. Kann man mit dem Maus halt scrollen. Aber da kostet mich halt drei Dinger, ne? Gut, wird natürlich umso stärker. Je stärker ich werde, aber... Boah, skaliert mit 140% auf Stärke. Aber immerhin hier bei Ausdauer plus 0. Kostet mich 2 Initiativpunkte. Und 3 Turnus-Dinger. Uff, naja. Weiß ich nicht. Weiß noch nicht, was mit den Kampfstilen auf sich hat. Wo ich die reinschmeißen soll. Kann man die hier austauschen? Nee, ne? Oder ist das dann ein Buff oder wie läuft das? Weiß ich auch noch nicht. Wäre halt schön, wenn wir dann mehr auch Modifikatoren freischalten würden, weil von den Modifikatoren her ist der hier am besten, weil der einfach 4 Stück hat. Ein wenig Gesundheit. Okay, hier regenerieren wir gar keine Ausdauer. Da könnten wir auch den Stil nehmen und hier die Angriffe reinpacken. Ich hätte gerne irgendwas, was alles voll macht hier. Ob man das irgendwie, ob man diese Fähigkeit noch freischalten kann. Würde mich mal interessieren. Na ja, gut. Wir haben gewonnen. Einschreibung geht gerade nicht. So, was haben wir denn noch auf dem Zettel? Lass mal gucken. Casey finden, ihn verhauen, ist okay. Wachtmeister und 2000 GPP. 2000 GPP haben wir bald. Und dann würde ich sagen, können wir eigentlich eine Runde arbeiten gehen, ne? Jetzt so nach dem Kämpfen. Ah nee, Mist, wir sollten trainieren gehen, ne? Um unsere Stärke wieder rauszuholen. Ah, scheiße, hab ich vergessen. Aber wir müssen eh gleich nach Hause was futtern. Wir müssen eh nach Hause was essen. Ich muss mal ganz kurz gucken. Ja, 2 Punkte haben wir verloren. Rein theoretisch können wir ja gleich Blechbiegen gehen. Da müssten wir eigentlich wieder was reinkriegen. So. Auch wenn wir eigentlich gutes Geld haben schon. Aber mehr ist immer besser. Wie gesagt, ich würde so 2000 anpeilen und gucken, dass wir das vorzugsweise auch halten. Dann zwischendurch immer mal eine Runde kämpfen. Wie ist der nächste? Der nächste ist Plato. Hat der so auf dem Kasten? Oh, der ist aber ist Stärke basiert. Blockt aber auch. Das wird ihm, glaube ich, das Genick brechen eventuell. Weil er hat nicht so viel Ausdauer. Er hat aber gutes Leben. Das geht. Also der ist nicht so schlecht, aber der dürfte auch keine Chance geben zu haben. Ich sign den schon mal in. So, 1,6 haben wir. Ach, hier geht er erst ab 22 Uhr. Dann, warte. Machen wir zu Appys. Kühlschrank ist gut voll. Nach Hause. Was sagt unser Wert? Guck, den haben wir schon wieder rausgearbeitet hier. Sind wir schon bei 17. Wieder bei 17, besser gesagt.
wir müssen eh pennen. Das ist jetzt eigentlich egal, ne? Was wir fressen. Mal Bubu machen. Und dann können wir noch mal ein bisschen Blechbiegen gehen und so. Ein bisschen Geld verdienen und dann einen Tag vorher wieder auf den Kampf vorbereiten. Und wie gesagt, ich würde so gerne bis 2000 und das Level würde ich dann gerne halten. Von der Kohle her. Das wäre ganz gut. Eigentlich nicht unmöglich. Weil vorher hatten wir das ja auch, ne? Wir haben mit 30 angefangen oder so und dann haben wir immer mehr rausgeholt. Also eigentlich ist das durchaus machbar. So, schaffen wir den einen noch? Ja, ne? Ah, nicht ganz. Scheiße. Schon Feierabend. Verflixt. Okay, einen Tag haben wir Zeit. Müssen wir trainieren? Können wir uns noch glücklich machen? Ja. Lass uns mal schnell was knuspern. Und dann trainieren wir noch ein bisschen. Auf Stärke. Die Werte mal ein bisschen hochholen. Ausdauer ist zwar auch immer nicht schlecht, aber wir brauchen definitiv immer noch mehr Ausdauer, weil halt auch der Ausdauerverbrauch mit der Stärke skaliert. Also würde ich sagen, einmal Hantelbank. Und schon 18, jawohl. Kann nochmal was essen. Jetzt nochmal aufs Laufband. Initiative haben wir eigentlich genug, ne? Zumindest bis jetzt. Ich weiß nicht, wie stark nachher die anderen Gegner sind. Ich weiß auch nicht, wie die Entwickler sich vorgestellt haben, wie man das Spiel spielt. Ob man sich quasi immer nur so auf das Level oder ein bisschen über das Level seines nächsten Gegners trainiert oder ob man einfach hart durchzieht. Schon im ersten Kapitel quasi auf Max-Level grinden. Aber das werden wir nicht machen. Das werden wir nicht machen. Wir machen das hier jetzt nur wegen der Kampfvorbereitung. So, jetzt kippen wir uns noch mal eben das rein. Dann gehen wir schlafen. Leben ist voll. Und dann können wir gleich zum Kampf, sobald wir voll sind. Also ausgeschlafen haben. Und dann klatschen wir gleich mal den nächsten um, hoffe ich. Mach das jetzt mal auch wieder ohne Bobo, ne? Scheiß drauf. Also ganz ehrlich, ein paar GPP mehr. Macht keinen wirklichen Unterschied. Ich weiß nicht, ob sich dafür die 20 Dollar lohnen. So, wir haben jetzt alles einmal gemacht. Das ist okay, aber mehr brauchen wir nicht. So, Plato. Der Kumpel von dem anderen Affen. Guck mal, wie die den einfach zerfetzen, Junge. Ja, gerade richtig gesehen. Das war nur ein Angriff. Wow. Hier null, Alter. Ja, der greift nur einmal an und regeneriert dann, ne? Ne, eigentlich müsste der zwei Angriffe haben. Aber eventuell kompensieren wir einen, ne? Bin mir nicht sicher. Durchdringende erhöht die Chance. Durchdringen bringt die Ausweichchancen des Gegners. Okay. Ja. Ja, easy. So, jetzt geht er down auf jeden Fall. Ein bisschen mehr Ausdauer als ich. Aber hier. Und das war's. K.O. in der zweiten Runde. Irgendwann schaffen wir auch nochmal einen First Round K.O. Wenn wir noch ein bisschen stärker werden. Oder na, eigentlich müssten wir viel stärker als unsere Gegner sein. Dann würden wir einen First Round K.O.